Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem E50. Und eigentlich wollte ich jetzt den E50 nicht nochmal so schnell zeigen, da, ja, wir haben ihn ja erst vor kurzem gesehen. Aber auf der anderen Seite, er ist geil, er ist ein Deutscher, er ist geil und er ist ein Deutscher. Also, auch wenn er hier Top-Tier ist, aber es ist total Wayne, weil der E50 einfach ein geiles Teil ist. Und dementsprechend dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf, die Runde, die schaut von den Stats her sehr, sehr ordentlich aus und er ist aus der Community. Dann gebe ich doch dem einfach die Chance und schau mal, was er hier jetzt reißt. Er beherzigt auf jeden Fall mal das Thema Never Cross the Bridge. Also er bleibt hier auf seiner Seite und fährt nicht drüber. Ob man jetzt das... Übrigens, ja, ich sag fährt. Ich weiß, es ist nicht grammatikalisch, aber ich bin Bayer, da sagt man das so. Fertig aus. So, auf der anderen Seite ist es hier, glaube ich, deswegen gar nicht so verkehrt, weil hier die Hälfte des Teams fast komplett drüber fährt. Da geht es auch schon klar. Schlimm ist nur, wenn irgendwie ein, zwei Leute meinen, ja, ich fahre jetzt mal über die Brücke und reiß dann was. Und das sind dann auch diejenigen, die dann rübergefahren sind, gestorben sind und dann wild gestikulierend, pingend vor dem Rechner wahrscheinlich sitzen. Also, von dem her alles noch gut. Jetzt hat er hier das Glück, dass der WZ ihn hier ein bisschen Licht macht. Dementsprechend kann er jetzt hier schon den KV-4 aufs Korn nehmen. Was ich schon mal auch spannend finde, dass er hier auf dieser Seite vom Hügel bleibt. Also ehrlicherweise bin ich einer der Spieler, die weiter hinten stehen oder auf der anderen Seite. Aber dass er diese Hügelseite hier jetzt klar macht, ja, finde ich mal was anderes. Jetzt hatte hier die Lorraine, die hat auch recht gut schon direkt getroffen, aber er konnte auch schon einen Schuss verbuchen. Oder in dem Fall jetzt schon den dritten. T-54. Ja, der kann jetzt natürlich gut arbeiten mit seinem Turm, da nicht so viel Silhouette von ihm hier gezeigt wird. Vielleicht auf den 1375 auch noch einen, aber nee, der fliegt daneben. Und jetzt zieht er sich vielleicht auch ein Stück wieder zurück, weil er sich denkt, na, ist doch vielleicht sehr weit oben. Auf der anderen Seite vielleicht auch doch nicht. Der T10, der will es jetzt hier ein bisschen rabiater probieren. Jetzt darf er aber nicht den Fehler machen, dass er da jetzt komme, was wolle, dafür geht. Jetzt aber schön gemacht, dass er hier da erstmal den Treffer machen konnte. Jetzt bleibt er erstmal auf dem Tiger P, denn der T10 ist einfach zu weit hinterhalb. Auf den kommt er jetzt nicht so gut drauf. T54 fährt jetzt da auch Richtung Team. Der KV4. Also, jetzt ist natürlich ideal, wie er hier steht. Also von der Seite, wir kommen da keinen Druck, kein Problem. Er kann hier wirken nach Belieben. Also, der Roy, der hat ja das eine oder andere Video hier schon eingeschickt. Und jedes Mal bin ich dann doch wieder begeistert, wie er hier spielt, weil er bringt mir auch persönlich zum Beispiel immer neue Ansätze, hier so da zu spielen. Vielleicht die meisten von euch werden das schon immer machen, aber ich noch nicht. Und ja, das könnte für mich auch durchaus eine Stelle sein, die jetzt spannend wird für die nächsten Matches auf der Karte. Sehr gut, jetzt den T54 rausschießen können, der war wirklich knapp. Also das war noch kein ganz sicherer Schuss. Der der 1375, der hat es jetzt hier in der Mitte auch die ganze Zeit schon am Hin- und Herfahren. Aber jetzt mit seinen 8 Hitpoints wird er auch nicht mehr viel und lange machen. Allerdings 3:7 steht es aktuell fürs Gegnerteam. Das ist keine ganz schöne Basis. So, Tiger 1. Ah, Munitionslager muss er natürlich sofort wieder reparieren. Bringt nichts, damit jetzt rumzufahren. Jetzt darf nur sonst nichts mehr passieren. Hat aber schon 4600 Damage sich erspielt. Probier das auf die Kommandantenkuppel beim T10, aber ja, aus der Fahrt heraus allgemein kein Easy-Schuss.
T10 probiert es jetzt auch. Jetzt kriegt er von hinten vom Super Pershing nochmal Druck. Jetzt wird er sich hier gerade scheinbar überlegen, nee, ist vielleicht doch nicht die allerschönste Stelle. Deswegen drückt er jetzt ein bisschen auf den Super Pershing drauf. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, denn der T10 kommt jetzt auch schon rum. Arti hat ihn auf den Kicker. Die hat getroffen. Allerdings, der Super Pershing, den hat er jetzt hier ganz gut im Griff. Der T10 darf jetzt noch nicht hinten hochkommen. Auf den hat er natürlich auch immer noch so ein Auge. So, jetzt ist mal der Super Pershing weg. Jetzt ist die Frage, was macht denn der T10 mittlerweile so? Und ganz wichtig ist jetzt das, was jetzt passiert. Sein Team drückt jetzt von der einen Seite über die Brücke hoffentlich bald rüber, denn er ist hier auf seiner Seite hier mit den ganzen Gegnern recht alleine. So, nochmal so ein und der T10 wäre raus. Eigentlich sollte er das schaffen. Die Lorraine ist natürlich auch noch eine Gefahr. Der Udes erstmal nicht, denn der ist in der Bewegung. Der wird es nicht großartig für ihn gehen. Arti auch nicht. Die hat gerade geschossen. Sehr schön. Jetzt hat er dem T10 auch nochmal einen verpasst. Lorraine auf große Entfernung konnte die hier rausnehmen. Natürlich auch wichtig, dass die jetzt hier nicht weiter pusht und dann wieder seinen Mates da in die Seite fahren kann. So, Udes ist jetzt auch final mal raus und mittlerweile mit 11:9 schaut es jetzt da schon ganz anders aus. Sie sind jetzt A im Cap. Bringen ihn damit den Gegner jetzt hier mehr zum Pushen. Jetzt sind sie zwar aus dem Cap rausgefahren, aber das schaut sehr gut aus. So, Kill Nummer 4, 7300 Damage, 12:9. Der T10 ist da. Die Isu selber ist noch gar nicht gespottet worden. Ja, wahrscheinlich irgendwie so A0 da die Ecke. Mitsamt Arti. Ne, die ist neben ihm sogar. Ja, die kann jetzt natürlich geschmeidig umfahren. Hat es auch gerade geschossen, das heißt, jetzt ist er erstmal schutzlos. Ich denke mal, rammen wird er sie nicht. Oder vielleicht geht er dafür. Denkt sich, den Damage nehme ich jetzt mit. Scheißegal, ja doch, er geht dafür. Und er rammt sie. Und da ist er auch schon zerstört. Und auch wenn von den Kills hier die Runde nicht sensationell war mit nur 4, aber mit 8067 Damage kann man sie schon lassen. 1665 Erfahrung. Ich denke, eine sehr feine Runde von einem wirklich sehr guten Spieler. Roy, vielen lieben Dank für das Einschicken und vielen Dank an alle anderen fürs Zuschauen, Followen und so weiter und so fort. Ich kann euch nur, wie immer, Danke sagen und hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.